Nur wie komme ich hier hoch? Frage ich mich gerade. Oh! Ach so, warte mal, da können wir ja. Können wir den Würfel schon mal da hinlegen. Und dann können wir hier ganz gemütlich auf die Seite gehen. Und das Ding hier mal aktivieren, je nachdem, was jetzt passiert. Ach so, schön. So, und dann können wir nämlich mit der Kraft von unserem, mit dem Schwung können wir dann wieder schön da durchjumpen. Und auf die andere Seite. Sehr schön. So, dann hätten wir das ja schon mal wieder gepackt. Jetzt haben wir den nächsten Testraum. Kann man auch seitlich gehen, die Dinger? Klatsch. Geil. Bewegen uns zwar ziemlich langsam vorwärts, aber es geht. Ich weiß gar nicht, ob ich was drücken muss. Ich drücke jetzt mal einfach nichts. Nee, funktioniert auch so. Sehr schön. Ja, ist ja gut. Okay, schmeiß mal den Würfel hier gegen die Wand. Ja, klappt auch. Hat jetzt nicht so funktioniert, wie es, glaube ich, sollte. Zack. Und wir holen den Aufzug nach oben. Ich denke mal, dass... Oh, ist gar kein Aufzug. Hä, wofür haben wir denn jetzt das Teil da drauf gelegt? Ach, warte mal, da. Ja, aber aus irgendeinem Grund müssen wir jetzt auch dieses komische Ding da drauf gelegt haben. Ach so, das geht hier rum. Und dahin. Ah, okay. Das heißt, wir müssen jetzt schon wieder irgendwas machen. Nur was? Ach, wahrscheinlich dann... Wie kommen wir denn jetzt darüber? Ach, Mist. Jetzt habe ich schon wieder so ein... Eine Mega-Aufgabe hier. Okay. Wir probieren es einfach mal. Wir müssen da eigentlich... Ach, warte mal. Ich kann ja, warum setze ich denn das Portal nicht sofort da? Das Blaue. So, und dann gehen wir nämlich sofort hier rüber. Und dann sollte das auch klappen. Warum denke ich denn so kompliziert? So, und Test Nummer 1 nicht geschafft. Mist! Mist! Aber egal, vielleicht klappt es ja jetzt. Mit Anlauf vielleicht? Ja? Komm schon. Jawohl, das funktioniert. Sehr schön. Oh, falls du vom Rückstoßgel bespritzt wirst, haben die Jungs im Labor folgenden Rat. Lass dich nicht mit Rückstoßgel bespritzen. Wir wissen noch nicht genau, um welches Element es sich handelt. Aber eines wissen wir. Es ist sehr lebhaft und es mag keine Menschen klauen. Ja, ja schon mal super. Zu hören hier. Ich weiß zwar nicht genau, was das hier für Labore sind oder was das jetzt hier für ein Abschnitt der Aperture Science Labore ist. Vielleicht ist das dieser, der alte Bereich oder so, ich weiß es nicht. Soweit habe ich mich halt, wie gesagt, nicht in die Story eingelesen, denn ich wollte halt nicht zu viel vorwegnehmen. So. Alle Forschungsbereiche bestehen zum Schutz gegen Ratten aus Asbest. Sag uns Bescheid, wenn du an Atemnot, Hustenreiz oder Herzstillstand leidest. Das gehört dann nicht zum Test. Das kommt vom Asbest. Die Jungs im Labor sagen, eine Asbestvergiftung hat eine Latenzzeit von 44,6 Jahren. Wenn du über 30 bist, kannst du dich also freuen. Im schlimmsten Fall musst du auf ein paar Kegelabende verzichten. Dafür hast du aber der Wissenschaft für die nächsten 300 Jahre wertvolle Erkenntnisse geliefert. Danke dafür. Ja, bitte. Aber, ja, egal, ich springe jetzt einfach mal hier runter. Und dann, ach so, hier lang. Mal eindeutiger kann es ja gar nicht sein. Zap, zap, da sind wir schon. So, und jetzt, da oben steht Exit, yay. Yay. Dann gehen wir mal hier lang. Ach, das hat ja gar keinen Sinn, was ich jetzt vorhab. Man merkt langsam, dass es keinen Sinn macht, was ich hier tue. Kann man hier auf dem Boden was schießen? Nein, natürlich nicht. Aber... Man kann von der Säule in diese Säule reinfliegen und damit Schwung. Das heißt so. Jetzt können wir von hier. Ah. Ah, macht keinen Sinn. Habe ich jetzt auch verstanden. Wenn wir jetzt
macht absolut keinen Sinn, echt nicht. Weil da unten kann ich auch nichts hinschießen. Money! Scheiße, ey. Irgendwie ist das wesentlich schwieriger in diesen Testräumen als in den ersten Testräumen, die ich hatte. So, dann müssen wir jetzt nochmal genau gucken. Kann man vielleicht an der Wand hier an der Kugel langlaufen? Ja, war eine ziemlich doofe Idee. Aber ich weiß auch nicht, was da jetzt gerade passiert ist, weil er ist so ein bisschen die Wand hochgeschwommen. Keine Ahnung, was das jetzt war. Aber ja, man merkt schon wirklich, dass es wesentlich schwieriger ist auf jeden Fall, diese Testräume. Wir dürfen uns hier nicht gegenlehnen, sagt er. Ey, das ist schon wieder ein nerviges Level hier. So, wir haben hier nicht wirklich viele Bereiche, wo wir ja mit der Portal Gun so Portale machen können. Aber irgendwie muss das ja einen Sinn machen, dass da was ist. Aber was bringt mir das denn, wenn ich dann gegen die Säule immer wieder klatsche? Wo muss ich überhaupt hin? Das wäre vielleicht sinnvoll, das zu wissen. Dahin muss ich nicht. Ich denke mal, dass ich hier irgendwie hoch muss. Nur wie komme ich hier hoch? Frage ich mich gerade. Oh! Naja, wir versuchen es einfach mal. Ich schneide ja immer die Ladebildschirme hier raus. Ja, irgendwie müssen wir jetzt aber trotzdem hier weiterkommen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir hier auf jeden Fall, ja, keine Ahnung, nicht weiterkommen. Was? Ah, guck mal an, da oben ist eine Wand. Vielleicht können wir da irgendwie was mitmachen. Jetzt darüber. Ha, dein Stil gefällt mir. Du machst dir deine eigenen Regeln, genau wie ich. Die Erbsenzähler meinten, ich kann keinen entlassen, nur weil er im Rollstuhl sitzt. Hab's trotzdem getan. Rampen sind teuer. Boah. Ja, das ist auf jeden Fall ziemlich hart. Oh. Jetzt ist der Ball hier rausgeflogen. Okay, der ist endlos. Jetzt müssen wir mit dem Ball irgendwas anstellen anscheinend. Ach nee, das sind diese Farbkleckse. Okay, geil. Dann können wir nur gucken, ob wir die vielleicht hier überall mal hinklatschen, damit wir hier so schön rumspringen können. Zack. Haben wir vielleicht hier noch etwas? Boah. So, wie kommen wir jetzt hier weiter? Ach so, da oben. Nur leider. Können wir. Moment, dann machen wir mal anders. So. Platsch. Dann setzen wir da noch einen hin. Platsch. So, und dann. Nein! Das wäre vielleicht intelligent, wenn wir da noch einen hinsetzen. Und hier auch noch einen. Ich klatsche einfach mal den ganzen Boden hier so ein bisschen voll. Da vielleicht auch noch einen. Und in der Zeit springen wir schon mal wieder da hoch. Und springen hier rüber. Hier rein. So, jetzt haben wir nämlich hier in dem Raum, können wir nämlich jetzt hier schön das Portal einsetzen. Und können dann da das Portal einsetzen. Und dann müsste der Ball, wenn alles gut geht, da durchfliegen, genau. Aber da hinten hin, da haben wir ja schon einen. Oder? Ne, hatten wir da schon einen? Ne, da hatten wir, glaube ich, noch gar keinen. Stimmt. So, und dann können wir hier schön so, zack, und vielleicht... Ne, wir müssen selbst da durch. Das heißt, wir müssen jetzt selbst hier einmal so durchjumpen. Denke ich mal. Oder? Ach, Mist. Schindreck. Dann müssen wir mal versuchen, da jetzt irgendwie. Zack. Da setzen wir ein Portal hin. Da setzen wir ein Portal hin. Und jetzt fliegt der Ball aber so weit. Der soll ja gar nicht so weit fliegen. Der soll ja nur bis hier vorne fliegen. Weil ich
kommen wir leider nicht so hoch. Oder könnte man das irgendwie... Ach, warte mal, wenn ich von hier springe, dann bin ich ja viel höher. Warte mal. Machen wir das mal. Ja! Das funktioniert, sehr schön. Von vorhin enthielt übrigens fluoreszierendes Calcium, damit wir die Nervenaktivität in deinem Gehirn verfolgen können. In wenigen Fällen kann der Stirnlappen durch das Calcium versteinern. Aber versuch nicht, dir den Vorgang bildhaft vorzustellen. Denn Angstreaktionen beschleunigen den Vorgang nur noch. Ja, super. Also, ich habe irgendwie das Gefühl, dass mein ganzer Körper mit irgendwelchen Mitteln vollgepumpt wurde, der, die, beziehungsweise womit ich, ja, hier sowieso sterbe, egal was ich tue. So, und da geht's schon weiter. Und da sehen wir schon wieder diese kleinen, süßen, blauen Bälle. Wenn du zur Kontrollgruppe Kepler 7 gehörst, haben wir einen winzigen Mikrochip der Größe einer Postkarte in deinen Schädel implantiert. Wenn der beim nächsten Test anfängt zu piepsen und zu vibrieren, dann sag uns Bescheid. Dann wird er sich auf etwa 500 Grad erhitzen und wir müssen ihn so schnell wie möglich wieder aus hier raus operieren. Und was ist das jetzt hier? Habe ich nicht. Was ist denn, wenn ich mich hiermit komplett einsülzen lasse? Kann ich, bin ich dann auch so? Bin ich dann selbst noch so, nicht, nee. Ja, irgendwie ist das irgendwie alles so ein... keine Ahnung. Ja, jetzt fallen wir mal endlos. Das nenne ich mal ziemlich cool. Ja, jetzt sind wir im Endlosfallen. Juhu! Und wie unterbrechen wir das jetzt? Ja, einfach so. So, jetzt müssen wir trotzdem mal gucken, um mal wieder ein bisschen hier was zu schaffen. Wie wir jetzt hier... Ach so, aber das wird abgewaschen durch das hier. Das heißt, wir müssen irgendwie versuchen, das hier zu unterbrechen oder so. Und das machen wir, indem wir diesen Knopf drücken. Nur wie kommen wir zu diesem Knopf? Indem wir vielleicht hier mal rüberspringen. Ich guck mal, ob man da oben auf die Kante irgendwie kann. Jo, geht sogar. Geil, dann können wir nämlich von dieser Kante aus vielleicht noch ein Stück weiter springen, oder? Oder nicht? Oder doch? Oder irgendwie? Habe ich keine Ahnung. Ich habe absolut keine Ahnung, ob ich das jetzt hier richtig mache. Aber wir setzen erstmal das Portal um. Und gucken, was passiert, wenn ich so springe. Nichts passiert dann. Okay, dann versuchen wir nochmal hier hochzukommen. Ah, es könnte ruhig in die Ecken fallen hier. Ich drehe gleich durch. Okay, wir machen nochmal hier das Portal hin. Das geht mir nämlich um den Senkel. Ja, nein! Wie können wir dieses Teil da aktivieren? Hochschwimmen können wir hier auch nicht. Und das Zeug wird immer abgewaschen. Ja, das ist jetzt so eine Frage, die wir uns irgendwie auf jeden Fall stellen sollten. Aber warte mal, wenn ich jetzt das Portal dahin setze und das dahin setze, dann könnten wir vielleicht... Jo. So, dann haben wir das Wasser nämlich aus. Und dann können wir das wieder da einsetzen. Und können... Nein! Okay, aber jetzt können wir das schon mal ausstellen. Und das Portal ist ja richtig gesetzt. Ah! Jetzt müssen wir nur noch richtig springen hier. Scheiße! Ach, komm schon! So, jetzt kommt der nächste Klecks und wir... Oh, nee. Komm schon. Und zack. Jawohl, boah. Zum Glück, ätzender Raum. Ganz ruhig bleiben, sage ich denen immer. Zum nächsten Test gehört eine kleine Zeitreise. Darum folgender Tipp. Wenn du deinem eigenen Ich begegnest, schau ihm nicht in die Augen. Im Labor sagen sie, das könnte zur Auslöschung der Zeit führen.
Komplett. Kein Vor und kein Zurück mehr. Also, tut euch beide den Gefallen und lasst den Jungen einfach seine Arbeit machen. Oh, das geht schon mal nicht. Was muss ich jetzt hier tun, bitte? Das hat auch keinen Sinn. Obwohl, warte mal. Klatsch dagegen und dann da oben rein. Natürlich. Natürlich, wir müssen nur versuchen, diese Tropfen ein Stück nach da zu legen. Geht das überhaupt? Dann legen wir die mal da hin. Warte mal, wir machen das Portal mal ein bisschen anders. So, so. Geht das nicht? Warum geht das nicht? So, das müsste aber klappen. Ich möchte einfach den ganzen Boden hier einmal voll sülzen damit. Da sind doch gerade ein paar durchgekommen hier. Hier. Ach, die kleben die ganze Decke da voll. Dreck.